Tunnelblick und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Chain Symbol 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters. Wir werden heute einen liegen gebliebenen Güterzug nach Kirchheim abschleppen. Ja, das ist heute unsere Aufgabe. Und als erstes werden wir mal den Richtungswender auf neutral verlegen. Dann werden wir das lösen. Dann werden wir die AFB einschalten. So. Und dann werden wir hintergehen. Werden hier die SIFA einschalten und die LZB. Und dann haben wir noch zu tun, den auf dieses Signal und die PZB einzuschalten. So, dann müssten wir eigentlich soweit sein, dass wir abfahren können. Wir stellen die AFB noch auf 40. So. Machen natürlich den Richtungswender auf vorwärts. Die Zuglichter einschalten. Während da ein ICE3 reingefahren kommt. Werde noch... die müssen wir eigentlich soweit... Nee. Nee, da ist was verkehrt. Das müssen wir anders machen. So müsste es passen. Vorne. Wunderbar. Ja, dann sind wir abfahrbereit, würde ich sagen. Lösen die Bremsen. So, machen das hier noch. Auf dunkel. Warten, bis die Bremsen gelöst sind. Vollständig. Und dann machen wir uns auf. Den Güterzug zu retten. Um Gottes Willen. Jetzt mal ganz ruhig. Ganz ruhig. So, haben wir den jetzt überhaupt grün? Ganz ruhig. Das rote Signal gar nicht gesehen. Wir dürfen fahren, aber müssen natürlich quittieren. Aber wir lösen erstmal wieder die Bremsen. Und schalten auf. So, haben wir uns befreit. Fürs Erste. Beziehungsweise, wir haben uns ja befreit, dann dürfen wir auch schneller fahren. So, 60. Wie gesagt, wir fahren jetzt 37 Kilometer bis Kirchheim. Und, da soll dann ein liegengebliebener Güterzug stehen,
irgendwie zu retten haben, beziehungsweise abzuschleppen haben. Und drücken hier natürlich die SIFA. Es ist früh am Morgen, 5.13 Uhr. Und wir haben jetzt gleich 40 zu erwarten. Sind heute natürlich solo unterwegs, logischerweise. Und es haben sich einige User in der Community dieses Szenario gewünscht, Tunnelblick. Und da habe ich mir gedacht, gehen wir das mal an. Es ist ein etwas längeres Szenario, aber auch das will gespielt sein. Biegen hier rechts ab. Und deswegen auch die 40. So, weiterhin 40. So, wir haben grün, das heißt, wir dürfen hier ruhig aufs Hauptgleis drauf. SIFA natürlich. Also manchmal reagiert der Taster nicht. Ups. So. So, gleich 120. Gleiswechsel. So, was haben wir hier stehen? Nichts, was von Bedeutung wäre. Ziefer. So, damit dürfen wir dann endgültig aufschalten.
Oh. Wahrscheinlich dürfen wir doch nicht schneller zu 120. Habe ich gemerkt. Nicht schneller zu 120. Das ist nun mal leider so. Auch wenn wir alleine unterwegs sind, dürfen wir nicht schneller als 120 mit dieser Lokomotive. Okay, sorry, ich gebe zu, das wusste ich nicht. Aber jetzt habe ich es gemerkt, jetzt weiß ich es und gut ist. Jetzt sind wir in die LCB aufgenommen. Können wir den AFB-Schalter auch nach vorne verlegen. Nun denn, dann ist das so, ne? Man kann ja nichts machen. SIFA. So, dann schauen wir mal, wo der Güterzug dann gleich da rumsteht und was wir dann da zu tun haben. So. Aber könnt ihr mir erklären, warum ich auch mit einer, also wenn ich ohne Wagen unterwegs bin, nur als Lokomotive nur 120 fahren darf? Die hat doch eine Fahrzeughöchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Ich darf aber nur laut PZB 120 fahren. Könnt ihr mir sagen, warum? Also ich werde euch da sehr, sehr verbunden, weil ich habe da wirklich keine Ahnung von. Beziehungsweise laut LZB. Die LZB setzt mich ja nur auf 120 und sobald ich schneller fahre, gibt es eine Zwangsbremsung. Erklärt mir gerne mal warum, weil ich weiß es wirklich nicht. Also ich wäre euch da sehr, sehr dankbar, wenn ihr mich da mal aufklärt.
So, es wird auch noch langsam diesig hier, oder meine ich das nur? Ich bin echt gespannt, wie das gleich ablaufen wird. Es gibt ja noch einige andere Szenarien, unter anderem Nachtfahrer, Nachtschwärmer, abendliche Rettung, Masse aufbauen war da, glaube ich, auch noch bei. Ich habe mir die mal so durchgelesen, die Beschreibung. Die klingen alle sehr vielversprechend und ich werde, denke ich, die nach und nach auch mal spielen. Es sind, wie gesagt, teilweise etwas längere Szenarien. Dieses hier zum Beispiel dauert laut Angabe über eine Stunde und ja, schauen wir mal, ob das wirklich so hinkommt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Zeitangaben ein bisschen ja, zu viel oder zu wenig angegeben sind. Von daher schauen wir einfach mal, ob ich das in zwei Videos aufteile oder nicht. Kommt immer noch darauf an, wie weit ich dann oder wie weit der Timer fortgeschritten ist. Schauen wir einfach mal. Weil das wird lustig im Tunnel. Wenn das wirklich im Tunnel ist, weil das ist ja so dunkel da, also das wird richtig spaßig.
So, noch 20 Kilometer bis zum Zielpunkt, beziehungsweise bis zum liegen gebliebenen Güterzug. Ich bin gespannt, auch wo wir den gleich hinschleppen müssen dann, weil wenn das wirklich über eine Stunde dauert, das Szenario, da muss das ja eigentlich noch eine ziemliche Strecke sein, die wir dann den Zug schleppen müssen. Also da bin ich echt gespannt. Ich habe das Gefühl, dass es gleich noch anfängt zu regnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so den Himmel ansieht, ist doch ziemlich bewölkt. So, gleich 100 anscheinend, so wie die LZB anzeigt. Mal langsam ein bisschen Leben in die Bude hier. Und in einem der zahlreichen Tunnel hier ist dann halt der Güterzug liegen geblieben. Oder nahe Kirchheim soll das ja sein. Wir sollen auf jeden Fall als erstes mal in Kirchheim anhalten und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber natürlich. Die LZB.
Ja. Gerade ein bisschen monoton. Und ich hoffe, dass das gleich besser wird, das Szenario. So, 7,5 Kilometer fahren wir jetzt noch. Wieder 120. Ihr seht da oben die grüne Zahl ablaufen. Und dann werden wir wahrscheinlich wohl auf 100 oder so und noch oder noch weniger beschränkt. So, 11 Kilometer noch. Also diese Taste Q für SIFA, ich finde, dass die Taste oder der Taster für, also jetzt nicht an der Tastatur selber, sondern der Taste überhaupt für SIFA ziemlich, naja, reagiert. Also man muss da schon etwas öfter drücken, finde ich, und naja. Ist aber nur, also ich nehme das so wahr, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. So, es ist auch wenig, wenig Verkehr hier. Also bis jetzt haben wir ja nur zweimal ein ICE3 gesehen. Aber ansonsten war hier noch nicht viel. Aber es ist ja auch noch früh am Morgen. Sagen wir einfach mal, es liegt daran. So, gleich 100. Das heißt, wir werden hier schon mal ein bisschen auf 100 runtergehen. Tiefer.
Gefahr. Wahrscheinlich wird die LZB dann auch gleich zu Ende sein. Da sind wir erstmal aufs Gegengleis gelenkt worden, warum auch immer. So langsam wird's spannend. Dürften jetzt eigentlich regulär 120 fahren. Ich bleibe jetzt einfach bei 100. Weil, ja, was soll ich jetzt noch groß aufschalten für die 2,5 Kilometer? Ist jetzt eher sinnlos, finde ich. Mit 100 kommen wir genauso schnell voran. So, ich denke mal, das ist der Güterzug hier. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich dran vorbeifahren. Deswegen auch der Gleiswechsel. Bis zur nächsten Weiche. Und wir werden dann da zurückfahren und an diesen Güterzug ankuppeln. Also da gehe ich jetzt mal ganz, ganz stark von aus, dass das der hier ist. Ebenfalls mit einer BR 182 Dispo-Lok vorne dran. Ihr habt es gesehen. Deswegen müssen wir auch in Kirchheim anhalten, weil wir hier sonst nicht keinen Gleiswechsel vornehmen können. Den werden wir dann in Kirchheim vornehmen und dann wieder zurückfahren zum Güterzug. Mal ein bisschen vorbremsen. So, da vorne ist der Zielpunkt. Und dann werden wir wahrscheinlich einen Führerstandswechsel vornehmen. Beziehungsweise einen Fahrtrichtungswechsel. Thank you.
So, wollen versuchen, da mal einigermaßen gut drauf zu halten. So, stellen Sie den Richtungswender auf rückwärts. Logisch, wir fahren ja auch rückwärts. Beziehungsweise, naja. So. So, wir stellen die AFB überhaupt erstmal auf 40, weil wir nämlich eine 1000 Hertz Beeinflussung haben, wie ihr seht. Und, jetzt mal langsam, aber sicher. Jetzt fahren. Folgendes. Jetzt funktioniert's. So, dann schauen wir mal.
Boah. Ein ICE3, Wahnsinn. Der liegen gebliebene Zug ist genau hinter uns. Sie müssen die Erlaubnis des Fahrdienstleisters einholen, bevor Sie den Zug weiterfahren. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Stellen Sie das Bremsen. So, mit reduzierter Geschwindigkeit, da fahren wir mal mit 25. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Nämlich das. So. Ich mir nämlich gedacht habe, dass das der Güterzug der ist, der da im Tunnel steht. So, langsam nähern wir uns. Ich werde dann gleich kurz da vorne mal anhalten. Und dann langsam an die Formation ankuppeln.
siehst du, das passiert nämlich dann. So, dann Bremse haben wir gezogen, das heißt, wir steigen jetzt aus und kuppeln unseren den Zug an unsere Lok dran. Dazu gehen wir, würde ich sagen, hier hin. Kann ich hier aussteigen? Nee. Aber hier, oder? Nee, was mache ich denn jetzt für Blödsinn hier? Moment mal. Ist doch Quatsch. Da muss ich raus. So. So, das wäre erledigt. Jetzt, da der Zug angekuppelt ist, können Sie langsam Leistung aufstellen und sich in Bewegung setzen. Ja, das werden wir tun. Erstmal wieder hier einsteigen. So. Mein Gott, ist das laut, der Lüfter. So. Dann setzen wir uns in unseren Sitz hinein. Müssten natürlich den Fahrtrichtungswender wieder auf vorne verlegen. So. Dann lösen wir erstmal wieder die Bremse. Dann stellen wir mal als allererstes mal die AFB auf 40, würde ich sagen, fürs Anfahren. So, die Bremsen sind soweit gelöst, dann würde ich sagen, können wir eigentlich soweit losfahren, oder? Es handelt sich um einen schweren Zug, also achten Sie darauf, dass Sie die Sandstreuer langsam einsetzen. Ach Gott, jetzt muss ich auch noch sanden. Was haben wir hier? Zuglichter? So, 10 km/h soll ich erreichen. Erstmal überhaupt loskommen hier. Ist natürlich wieder, ne? Ich überhaupt in Schwung kommen. Na komm schon. Na komm, das schaffst du.
Also, langsam geht's los, endlich. Wahnsinn, Wahnsinn, was der ein, boah, was der ein Gewicht hat. Schaut euch das an. Wir haben Stufe 8 und jetzt kommen wir mal so langsam voran hier. Ist ja Wahnsinn. Muss man echt mit dem Sander spielen, mit dem Leistungshebel spielen, damit wir überhaupt vorwärts kommen. Mist, ey, ist gar nicht so einfach. Mein Gott. Ist echt nicht einfach, hier auf überhaupt loszukommen. Das gibt's doch gar nicht. Hier muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein und Fingerspitzengefühl haben. Wie geht es auch noch bergauf? Das ist ja noch zusätzlich gemein. Das gibt es nicht. 1,2% Steigung, das ist doch unnormal. So langsam scheinen wir dann doch in Bewegung zu kommen hier. Wahnsinn. Wir müssen erstmal auf Geschwindigkeit sein und den Berg hier überwinden, damit wir überhaupt mal in Schwung kommen. Ist ja irre. Ich halte jetzt den Sander erstmal. Es scheint doch zu helfen. So, Befreiung möglich. Machen wir erstmal. Damit uns das nicht noch um die Ohren fliegt hier. Weil nichts wäre jetzt fataler als eine Zwangsbremse. Weil dann ist es vorbei. So, 2,8 Kilometer. Kirchheim, Nebengleis. So, kann ich den Sander jetzt loslassen oder nicht? Was sagt ihr?
mal versuchen. Sifa. So, wunderbar. Also, was für Kräfte da überhaupt aufgebracht werden müssen, ne? Um das überhaupt in Bewegung zu setzen. Und dann auch noch Steigung. Das ist ja auch nicht gerade wenig, 1,3%. Also, Wahnsinn, ehrlich. Das ist ja unnormal. Schaut euch das an hier. Jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert, das Szenario. Ich bin nämlich schon über eine Stunde. Und ich werde auch bei der Geschwindigkeit von 40 bleiben, weil wenn ich zu schnell bin oder so, bis der mal bremst, sind wir 20 Meter übers Ziel hinaus oder noch länger. Deswegen schön bei 40 bleiben. Hört ihr das? Der Wahnsinn. Das ist das Windrad. Hört euch das mal an. Irre. Habt ihr das gehört? Wahnsinn, was der für ein Geräusch von sich gibt. Wie laut auch. So, 1,4 Kilometer noch. Verlangsamen die auf 70. Ach gut, das haben wir ja gut im Griff, würde ich sagen. Also hätte der das jetzt nicht angezeigt mit dem Wachsamkeitstaster, hätte ich eine Zwangse kassiert, weil ich habe es nicht mitbekommen jetzt im Tunnel, dass da ein Signal war, was quittierpflichtig war. Deswegen also richtig gut, dass das angezeigt wird, was man drücken muss, wann man es drücken muss. Aber da sind wir ja eh. So, und dann ziehen wir unseren Zug hier auf das Nebengleis. Und dann ist da hinten schon das Zielpunkt. Oder der Zielpunkt. Sifa.
So, ich darf jetzt natürlich auch nicht zu schnell die Geschwindigkeit, die Leistung wegnehmen, weil dann bleiben wir sofort stehen. Wir haben eine 0,1% Steigung, der Güterzug, der zieht dann derart an der Lok, dass wir wahrscheinlich ruckzuck stehen bleiben würden. Deswegen ein bisschen langsamer, beziehungsweise ein bisschen Fingerschwitzengefühl ist hier gefragt. Ist gemerkt, die Wagen sind noch im Tunnel. Gibt's doch gar nicht. So, fahren wir schön langsam auf das Ziel zu. Dahinter ist wieder so ein rotes Signal. Ich hasse es. Ja, ist doch gut, dann bremsen wir wenigstens. Das wird zu früh, das wird zu früh. Ach. Da fahren wir halt noch ein bisschen. Kommen ein paar Meter noch. So. Noch nicht? Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, die nimmst du aber auch genau.
Endlich. Muss wirklich genau sein. Gute Arbeit, der Zug ist sicher und ohne Zwischenfall angekommen. Ja. Ich denke, damit endet das hier. Ihre nächste Aufgabe ist es, an das defekte Triebfahrzeug anzukuppeln und es auf ein Nebengleis abzustellen. Defektes Triebfahrzeug. 37 Meter. Hä? Moment mal, muss ich mal eben schauen. Erstmal abspeichern hier. So, schauen wir mal eben. Welches defekte Triebfahrzeug? Ach, Fahrzeuge abkuppeln. Ach, das defekte Triebfahrzeug soll ich abkuppeln. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Gut, dann gehen wir mal hinter. So, dann können wir die Bremsen lösen. Bleiben schön unter 25. Wie haben wir denn die AFB jetzt gestellt? Ja, passt schon. Und dann können wir ja langsam aufschalten, würde ich sagen. Moment, 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 Moment. Ich muss mal fortfahren. Genau, wir müssen uns nämlich die Genehmigung holen. So, dann können wir weiter aufschalten. Da müssen wir mit Befehl 40 drüber fahren. Ja, PCB-Befehl, genau. Müssen wir nicht. Ich hab doch Befehl gedrückt. Ah. So, dann halt nochmal. Hätte ich auf was haben drücken müssen? Wahrscheinlich, oder? Dann schaut euch das mal an. 187. Warum habe ich jetzt gerade eine Zwangse kassiert? Hätte ich Wasserhahn noch drücken müssen? Ich habe jetzt nur Befehl 40 gedrückt, aber wahrscheinlich hätte ich noch Wasserhahn drücken müssen, ne? Dass ich deswegen stehen geblieben bin. So,
Da sollen wir die defekte Lok hinstellen. Oder wie es hier bei TSW heißt, defektes Triebfahrzeug. Kirchheim Gleis 44. Hä? Was ist das denn jetzt? Ach so, ich soll... Ah, okay. Das heißt... Denn
Jetzt dürfen wir wieder mal aussteigen und das defekte Triebfahrzeug abkuppeln. Wenn wir das tun. Sie arbeitet noch lange nicht auf, habe ich das Gefühl. Komm schon, meine Güte. Meine Güte. Was war gerade? Meine Güte, da. Anhören. Mann. Gute Arbeit, das defekte Triebfahrzeug kann hier abgestellt werden, damit es genauer begutachtet werden kann. Das war ja wohl gar nichts. So, dann stellen wir unser Fahrzeug jetzt noch ab und dann war's das, würde ich sagen. Einmal so eben. Ein sehr schönes, aber auch anstrengendes, langwieriges Szenario. Aber sowas gehört halt auch zum Bahnalltag dazu. Und ich fand sowas mal ganz spannend, mal den Einblick wirklich bis zuletzt zu simulieren. Und ja,
Also mir hat es Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe euch auch. So. Fahren jetzt die schön mit. Na gut, ich könnte ein bisschen schneller fahren, könnte ich schon. So. Wunderbar, wunderbar. So, stellen Sie den Richtungsschalter auf rückwärts. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Fahren. Der liegen gebliebene Zug ist genau hinter uns. Sie müssen die Erlaubnis des Fahrdienstleiters einholen, bevor Sie den Zug ankuppeln. Welchen Zug? Hä, was ist denn? Moment mal. Geht denn jetzt ab? Ich dachte, wir wären fertig. Blicke ich hier gar nicht mehr durch. Mal eben gucken hier, wenn ich alles abgeschlossen habe. Tja, ich würde sagen, wir haben noch eine Menge zu tun, aber dieses nicht mehr in diesem Video. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn nicht, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, wir speichern das hier erstmal ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch weitergeht, aber ja. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, ihr seht mich dann in einem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny Spieters. Bye, bye.